Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Making Million Coins, der zweite. Und ja, ihr seht, wir haben Ilya gekauft für 4400 Coins. Ja, das ist auch schon der erste Trick heute für unsere Serie. Ihr werdet jetzt immer ein paar Spieler sehen. Hier Diego haben wir auch gekauft. Das Stoke City Wappen werden wir nicht los. Also diese ganzen Bronzespieler und so gehören nicht zu dieser Serie, genauso wie er hier, der Russe. Den haben wir nämlich aus diesen Gratis-Packs bekommen und also nichts Interessantes sozusagen. Und ja, wie gesagt, den haben wir für 4400 gekauft und wir warten einfach mal ein paar Tage. Vielleicht wird er ja noch mehr wert sein. Okay, jetzt sind ein paar Tage vergangen und wir haben ja, wie gesagt, Diego und Ilya gekauft. Warum? Weil sie beide sehr gut tricksen können und hier Ilya noch die nötige Pace hat und deswegen können wir den auch für 4900 reinstellen. Ja, wie ihr jetzt schon seht, so viel machen wir da nicht an Gewinn. Und Diego hier, ja, den können wir so für 5200 reinstellen, auch ebenfalls für 3 Stunden. Mal gucken, ich bin gespannt drauf, ob wir ja diesen Spieler dann loswerden. Und ja, so machen wir das für 5100, ist wahrscheinlich besser. Und ja, dann haben wir hier noch einen weiteren Trick, den habe ich bei How to Make Coins schon gezeigt. Hier das Menü-Wappen, Trikot und so weiter von Manchester City und Manchester United geht ebenfalls sehr gut. Ich hatte das letztes Mal, glaube ich, mit Dortmund gemacht und Bayern. Aber naja, so kann das auch weitergehen. Dann haben wir ein bisschen die Zeit übersprungen und wir bieten gerade auf Shaqiri mit der Formation 4-1-2-1-2 Shaqiri. Tut mir leid, ein bisschen failhaft der Spruch eben, aber egal. So, der hat so geile Werte. Zwar hat er nur 78 insgesamt, aber der, habt ihr schon gesehen, ist sehr, sehr teuer mit der Formation 4-1-2-1-2. Wir suchen jetzt hier nochmal. Höchstpreis 11.000 und da kommt doch einer schon für 9.900, alles klar. Ich hatte letztens oder eben gerade einen gesehen mit 9.500, der ist da so weggegangen für diesen Preis und deswegen, ja, stellen wir den einfach mal für 9.000, 9.300 sofort Kaufpreis rein. Ja, so machen wir das. Die restlichen Karten haben wir alle verkauft. Das Problem ist immer, irgendwie, ja, sehen wir das dann nicht mehr. Wir sehen jetzt hier nochmal Shaqiri und warten dann, ob er verkauft wird. So, jetzt ist alles vorbei. Ich weiß, ich laber viel Scheiße. Egal, wir haben jetzt Shaqiri verkauft, aber nur für 9.100. Ihr seht's vor einer Minute. Ich war gerade online und dann habe ich das gesehen. Wir mussten den nochmal neu reinstellen, weil wir den für 9.300 nicht loswurden. Hier den Russen für 600 verkauft, ist relativ gut. Ein paar Bronzekarten auch verkauft, ebenfalls 200. Sogar Vertragskarten, diese Bronze hier. Und die Wappen hier, Menü, beide perfekt. Besser geht's gar nicht. Aber da haben wir dann auch noch ein, warte hier, erstmal Ilya für 4800 verkauft. Da mussten wir auch einmal runtergehen. Da haben wir trotzdem so 100 Coins plus gemacht. Und hier bei Shaqiri natürlich, oder Shaqiri, ja, sehr viel. Allerdings hier das Trikot von Manchester City sind wir noch nicht losgeworden. Naja, egal, ich will hier erstmal meine Serie so abschließen. Diego haben wir verkauft. Das Problem war jetzt hier finden wir das sogar nicht mehr. Egal, aber ihr habt ja gesehen, dass wir uns Shaqiri leisten konnten. Und ja, unser Tauschertrag liegt bei 10.700. Wir haben 13.000 Münzen ungefähr. Und das war es auch wieder von meinem zweiten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer HansaFan 966.